einen Applaus! Magdalena, erzähl ganz kurz, wie war es, olympisches Feuer zu tragen? Unglaublich, also unbeschreiblich. Ist schon was anderes, als normale Fackeln in der Hand zu halten, stimmt's? Auf jeden Fall. Was verbindest du denn mit dem olympischen Feuer? Olympiade. Olympiade, pure. Du bist ja schon in den Vorbereitungen schon weit, weit davor. Trittst ja auch im Biathlon an, ist richtig? Und zwar bist eine Tirolerin, die Österreich vertreten wird bei diesen ersten Olympischen Jugendwinterspielen. Wie freust du dich drauf? Wie bist du vorbereitet? Gut bin ich vorbereitet und ich freue mich voll. Es ist ein lebendes Schweinchen. Magdalena, wir haben uns überlegt, wie wir dir Freude machen können. Wir wollten natürlich einen ganzen Rucksack voller guter Nerven mitgeben. Wahnsinnig viel Glück, Erfolg und natürlich gesund bleiben. Weil das ist das Wichtigste, weil sonst schafft man das nicht. Und wir haben uns gedacht, weil ihr ja einen Bauernhof daheim habt, da bestimmt ihr über Platz an dem Stall. Und ich habe mir schon gedacht, der Glücksname, der sagt, heißt Lima, weil man mit Lima ist, Lima Magdalena, aber du kannst dann natürlich selber einen eigenen Kosenamen aussuchen. Aber das Schwein, das wird dir ganz, ganz viel Glück bringen und wir wünschen dir alles Gute bei der Jugendolympiade in Innsbruck 2012. Mach's weiter so, wir sind so stolz auf dich, ich kann das gar nicht sagen. Gute. Großen Applaus, meine Damen und Herren. Da ist es. Es applaudiert ebenso. Und es ist eine große Ehre für uns, hier das Bielersee-Tal und natürlich St. Ulrich hier in der Kette drinnen zu haben. Und es freut mich ganz, ganz riesig, dass dieses Feuer heute am 11. Jänner hier Halt machen durfte. Und Frau Landesrätin, vielleicht, dass wir kurz den Deckel wegnehmen. Hier ist ein Geschenk, das direkt olympisch ist, nämlich eine originale olympische Fackel. Sie hat gebrannt auf dem Weg durch Österreich und auch dieses Geschenk dürfen wir Ihnen gemeinsam überreichen. Alle ganz tief nach unten, gleich mit dem Jockel. Ganz tief nach unten. Jockel, du beginnst auf 3, 2, 1, die Welle. Und nochmal, 3, 2, 1 und das ist St. Ulrich, meine Damen und Herren.